Ja, das verstehe ich. Herr Sobermann, wir reden gar nicht über Sie im Moment. Wir reden nur über Treblinka, weil Sie sind ein sehr wichtiger Augenzeuge. Und Sie können erklären, was war Treblinka. Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen. Nein, nein, das habe ich. Ich habe es versprochen. Und dort? Gut, Sie kommen in Treblinka an. Na, dann hat uns der Spieß, also der Stadi, hat uns das Lager gezeigt. Hat uns durch das Lager geführt. Also hinterherum. Und als wir hinaufkamen, gingen gerade die Türen auf von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln. Das hat uns natürlich erschreckt und entsetzt. Wir sind weggegangen, sind unten gesessen auf unsere Koffer und wir haben geweint wie alte Frauen. Juden, die man ausgesucht hat, jeden Tag 100 Mann, die haben die Leichen in die Gruben geschleppt. Diese Juden, die wurden am Abend von den Ukrainern in die Gaskammern gejagt oder erschossen, täglich. Das waren die heißen Augusttage. Das Erdreich hat sich bewegt wie Wellen durch die Gase. Die Gase ausleichen. Ja. Ja. Sie müssen sich vorstellen, die Gruben waren vielleicht 6-7 Meter tief. Ja. Und alles voll Leichen, einer neben dem anderen. Eine dünne Sandschicht und die Hitze. Nicht? Das war ein Inferno. Da oben. Das haben Sie gesehen? Ich habe es gesehen. Ja. Nur einmal am ersten Tag. Gell? Ja. Dann haben wir gebrochen und geweint und... Geweint? Geweint auch. Ja. Der Geruch war infernalisch. Infernalisch? Ja, ja, weil ja dauernd Gase ausgebrochen sind. Ja. Das hat furchtbar gestunken, dass man es kilometerweit... Kilometer? Kilometer. Es gab Geruch überall in der Welt. Überall. Und nicht nur in Treblinka. Überall, je nachdem wie der Wind ging, so war der Gestank. Verstehen Sie? Jetzt sind immer mehr Menschen gekommen, immer mehr Menschen, die nicht getötet werden konnten. Die Herren wollten das Warschau-Ghetto so schnell wie möglich räumen. Die Gaskammern haben zu wenig Kapazität gehabt. Das kleine Gas. Die Juden mussten warten einen Tag, zwei Tage, drei Tage, manche. Die haben es geahnt. Die haben es geahnt. Sie waren vielleicht im Zweifel, aber manche werden es gewusst haben. Zum Beispiel waren jüdische Frauen, die haben ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet und sich selbst. Andere haben sich vergiftet, weil sie doch das Rattern der Motoren in so einer Gaskammer gehört haben. Da war ein Panzermotor in dieser Gaskammer. In Treblinka hat man nur Auspuffgase genommen. Zyklon war Auschwitz.
durch das, dass Menschen 2 bis 3 Tage da waren, hat Eberl Gor, Lagerkommandant, endlich erreicht, hat in Lublin angerufen: Es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weiter, es muss ein Stopp gemacht werden. Und eines Nachts kam Wirth. Der hat sich das angesehen und ist gleich wieder abgefahren und kam mit Leuten aus Belzec, also mit Praktiker. Und Wirth hat einen Transportstopp erreicht. Man hat die Leichen weggeräumt, die herumlagen. Vorerst arbeiteten aber noch die alten Gaskammern. Und weil so viele Menschen anfielen, so viele Tote, die man nicht wegräumen konnte, lagen tagelang ganze Haufen von Menschen vor der Gaskammer. Unter diesen Menschen war eine Kloak, 10 cm hoch, Blut, Würmer und Dreck. Ja. Wo? Vor der Gaskammer. Ja. Nicht wahr? Es wollte das niemand wegräumen. Die Juden, die haben sich lieber erschießen lassen und haben dort nicht arbeiten wollen. Lieber erschießen? Schießen lassen. Es war fürchterlich, nur ihre eigenen Leute begraben und das ganze Ding sehen. Von den Leichen ist das Fleisch weggegangen. So ging Wirth selbst hinauf, mit einigen Deutschen, und ließ Riemen schneiden, lange Riemen, die hat man den Leichen um die Brust gelegt und hat sie weggeschliffen. Wer hat das gemacht? Deutsche. Wirth? Deutsche und Juden, ja. Ja. Deutsche und Juden? Und Juden. Ja, aber ein Juden auch. Juden auch. Ja. Was haben die Deutsche gemacht? Die haben die Juden angetrieben, oder haben auch selbst mitgeholfen, die Leichen herauszuschleifen. Welche Deutsche haben das getan? Ja, von unseren Wachmannschaften, die oben kommandiert waren im Lager 2. Die Deutschen selbst haben das gemacht? Haben mitmachen müssen. Sie haben Befehl gegeben? Auf Befehl gegeben. Nein, sie haben Befehl bekommen und auch gegeben. Ja, ich glaube, die Juden haben das gemacht. In dieser Situation mussten auch Deutsche mit angreifen.